erstmal 4 Sekunden, um auszuatmen. Lass das drauf! Ja, hau ich drauf! Moin! Moin! Jetzt haben wir schon mal das Kärtchen. Dann geht das auch schon mal alles weiter. Wir quartieren uns ein, bringen kurz alle Sachen nach oben, dann Briefing. 3-1-3. So. Schauen wir mal. Das ist jetzt gleich ein Ehebett. Es ist ein Ehebett. What do you do for a living? Oh, I take off my clothes. Like, as you can see right now. Hello, hello. Ich bin Malte Lenz, Künstler, habe Design studiert und man sieht mich hier öfter auf jeden Fall mit einem Buch. Und ja, jetzt seit neuestem Creative Director bei Rogue Phoenix. Moderat einatmen, acht sind Anhalte, sind nicht in Stein gemeißelt. Das Dreieck nach unten ausstreichen. Ja, also wir sind jetzt ruhig und entspannt, wollen jetzt uns vorbereiten auf das Zeittauchen und dementsprechend immer erst das Nervensystem beruhigen, einmal runterfahren, um dann wie so eine Art Pumpbewegung in die 444 Atemtechnik zu gehen und den Kohlendioxidanteil im Blut abatmen und somit einen Vorteil haben, die Luft länger anzuhalten, ohne in die Hyperventilation zu kommen, weil diese wäre gefährlich, weil wir dann den Punkt nicht mehr abschätzen können, wo die Ohnmacht eintritt. Ja? Also deswegen nicht zu lange diese 4-4-4 Atemtechnik machen, vielleicht 10 bis 12 Zyklen und das reicht. Und dann würde man tatsächlich die Leiter runtergehen, ungefähr einen halben Meter unter Wasser sich festhalten und langsam anfangen selbst zu zählen, um den Überblick zu behalten, wie weit bin ich und dass der Kopf ein bisschen was zu tun hat. Ja, und draußen muss das Ganze natürlich protektiert werden mit einem Ausbilder oder mit einem Bewacher, der das Ganze natürlich auch schaut, ob die Person nicht ohnmächtig wird. Und alle 30 Sekunden gibt es ein Klopfsignal an die Stahlleiter, sodass der zu Trainierende genau weiß, wo er zeitlich steht und ob das ungefähr passt mit seinen Zielen. Wir befinden uns gerade in Nibö und ich bin gerade gemeinsam mit dem Malte bei Clemens Clausen, Kampfschwimmer Nummer 392. Gemeinsam mit Clemens Impulse zu setzen und zu sammeln ist absolute Leidenschaft. Und genau darum soll es gehen, um die Themenbereiche Leidenschaft, Disziplin, Sport, aber auch Verletzung. Leidenschaft ist auf jeden Fall wichtig und förderlich für die Motivation, aber auch die Sinnhaftigkeit zu erkennen, kann dazu ermuntern, Dinge zu tun. Und ich werde oft gefragt,
ob ich Disziplin brauchte, um Kampfschwimmer zu werden. Und das kann ich eigentlich verneinen. Also ich kann nicht erkennen, dass ich Disziplin anwenden musste, um Kampfschwimmer zu werden. Es war ein innerer Ruf, eine Berufung. Es hat förmlich danach geschrien, dass ich dahin gehen musste. Das hat mich nichts davon abhalten können. Und ich wusste ganz klar, das will ich werden. Und dementsprechend musste ich mich nicht zwingen oder aufraffen, Kampfschwimmer werden zu wollen. Das hat sich die ganzen Monate der Ausbildung, ist das nicht einmal abgebrochen. Man könnte ja sagen, okay, wie lange kann man so ein Gefühl aufrechterhalten? Bei mir war es, und bei den meisten wahrscheinlich ebenso oder bei allen, dass dieses Gefühl nicht aufhört. Und sobald diese Kette abreißt, sind es auch diejenigen, die aus der Ausbildung herausgehen. Weil längere Phasen der Sinnlosigkeit, also nicht mehr den Sinn zu erkennen, führt dazu, dass man einen erheblichen Leistungseinbruch hat oder gegebenenfalls sich nicht mehr überwinden kann, Dinge zu tun, die ein normaler Mensch vielleicht nicht tut. Stichwort aus dem Flugzeug zu springen oder aus dem Torpedorohr auszutauchen. Das sind schon Dinge, da sollte man sich selbst und seine Emotionen kontrollieren können, sein Stressempfinden regulieren können. Und dazu braucht man natürlich zum einen eine Emotionssteuerung, also die Gefühle, die da auftauchen, Unbehagen, um nur eines zu nennen, sollte man schon kontrollieren können. Und sicherlich, dafür Selbstdisziplin ist wertvoll und es hilft, die Sinnhaftigkeit in der Sache zu erkennen. Und nur deswegen konnte ich mich überhaupt in einem Militärsystem wiederfinden, ja, wo es immer darum geht, Leute zu disziplinieren, zu formieren und in Reihe und Glied auf ein Ziel auszurichten, was durchaus Sinn macht, um eine Gleichschaltung zu erreichen, um ein reproduzierbares Ziel zu erreichen, ist es natürlich absolut notwendig, diese Art von Militärerziehung. Aber die damit verbundene Führungsdisziplinierung oder die Disziplinierung des Geführten, das war nie mein Ding. Weil, oder andersrum gesprochen, ich konnte das machen oder mit mir machen lassen, Befehle empfangen, weil ich die Sinnhaftigkeit, den Sinn erkannt habe, dass es gut für mich ist. Und all die Leute, die in Armeen zerbrechen oder denen es zu viel ist, die kriegen auch diese disziplinarische Art und Weise geführt zu werden. Aber sie zerbrechen sehr oft daran oder können es nicht mit ihrer Persönlichkeit vereinbaren, in Einklang bringen und verändern sich stark dadurch. Und für mich war es eine Wohltat, mich einem Militärapparat oder der Kampfschwimmerausbildung hinzugeben, mich zu übergeben, im vollsten Vertrauen, dass die Ausbilder genau wissen, was sie mit mir tun müssen, um mich zu dem Menschen zu machen, der ich sein will. Also absolutes Grundvertrauen in die Ausbildung. Die Sinnhaftigkeit wurde erkannt und dementsprechend war die Motivation durchgehend vorhanden. Und Disziplin, klar, Disziplin war ein Thema, aber es hat mich überhaupt nicht erreicht. Ich habe es überhaupt nicht gebraucht. Vielleicht ein bisschen Selbstdisziplin, um schwache Momente, die man vielleicht mal am Tag hat, zu überbrücken, einen kleinen Sprung zu machen, bis das Motiv wieder klar ersichtlich wird und der Grund auftaucht und dazu die Motivation fördert. Ja. Also Selbstdisziplin, Disziplin für mich völlig übertriebene Konzepte. Für mich geht es immer darum, Lebensvision, Motiv, Grund, Motivation und wenn das eine Linie bildet, dann muss man sich keine Gedanken machen, dass man auf dem Weg dorthin zum Ziel einbricht, weil es geht einfach gar nicht anders, man muss dahin. Es ist wie ein Gummiband, was ich mir um den Leib gebunden habe und ich werde angezogen. Ja? Und so habe ich es auch empfunden. Das heißt, durch mein Engagement, durch meine Leistungswilligkeit, die da ja gefragt ist,
Das wird ja erkannt von den Ausbildern. Und so zieht sich beides auch heran. Und derjenige, der immer im Widerstand ist, immer Disziplin braucht von außen, um das zu tun, ja, Strafe oder Befehle empfangen muss, um Dinge zu tun, er hat ja auch nicht das Wohlwollen der Obrigkeit. Ja? Wenn ich mit der Knute jemanden dazu bringen muss, etwas zu tun, dann weiß derjenige, der in der Autorität ist, ja auch, dass es das einzige Mittel ist, was er anwenden kann. Wenn derjenige es aber freiwillig macht, weil er den Sinn erkennt, das ist ja eine ganz andere Nummer. Und so ist es bei jedem Kampf schon mal. Die Sinnhaftigkeit wird erkannt, die Motivation ist auf das absolute High-Level und ja, Disziplin, nice to have, aber wird vielleicht ein bisschen überbewertet aus dem amerikanischen Bereich unserer Kollegen. Was sich herauskristallisiert hat, bei vielen guten Gesprächen mit sehr vielen wirksamen Menschen, ist der Umstand, dass überall dieselbe Aussage folgt. Dort, wo Leidenschaft herrscht, ist Disziplin nie vonnöten. Höchstens, um sich zu zügeln, aber niemals, um Fahrt aufzunehmen. Sport ist zentral. Im Sport wird der Tag gebaut und ist halt das, was mich das ganze Leben schon begleitet und ist die Art und Weise, um seinen Körper funktionstüchtig zu halten und seinen Körper bzw. seinen Geist ausgewogen zu halten oder alles in Balance zu halten, also Körper-Geist-Balance. Ist ganz, ganz wichtig. Und hier geht es nicht darum, bei mir zumindest nicht mehr Höchstleistungen in einem Teilbereich zu machen oder zu trainieren, sondern ganz einfach den Körper möglichst lange vollumfänglich einsatzfähig, einsatzklar zu halten, ohne Limitierung, ohne Krankheit, ohne Schmerzen. Ja. Also ich benutze Sport auch, um mit dem Körper zusammenzuarbeiten. Das heißt, um in den Körper hineinzuhorchen, mit dem Körper einen Dialog zu führen. Ja, das ist das, was ich mit Sport mache. Ja, also für mich ist Sport auch ein Stück weit autogenes Training. Ja, also Körper- oder Mind-Body-Prinzip. Ja, also der Geist steuert den Körper, fühlt auch rein und bekommt das Feedback über den Körper. Und also ist, wie du sagst, es bildet eine Einheit oder sollte eine Einheit sein. Und das ist Sport natürlich das perfekte Mittel, diesen Dialog zu führen. Trainieren hat bei mir verschiedene Aspekte. Also wenn ich mache mein Lauftraining, ich mache mein Krafttraining, ich mache mein Kampfsporttraining oder Kampfkunsttraining. Und wie lange nun diese Trainingseinheiten sind nicht mehr so wichtig. Ja, das heißt, ich mache ein angemessenes Lauftraining, weil ich finde, der menschliche Körper sollte alles machen können, und dazu gehört Laufen genauso wie den Baum hochklettern oder wie irgendwo drunter herkrabbeln. So sind gewisse Dinge immer Bestandteil meines Trainings und sich zu verteidigen gehört da genauso dazu wie Krafttraining. Ja? Und deswegen ist die Dauer nicht so sehr entscheidend bei mir, sondern eher das Visualisieren. Zum Beispiel beim Kampfkunsttraining ist bei mir viel, viel wichtiger, die Übung zu fühlen, zu visualisieren, als tatsächlich jetzt stumpf eine Stunde irgendwie zu boxen oder sowas. Ne? Partnerarbeit ist sehr wichtig, um auch hier den Körper zu fühlen und auch seine Begrenzung wahrzunehmen durch die Gewalt des anderen. Ja? Dass da gewisse Kräfte gegeneinander crashen, das ist schon wichtig auch zu fühlen, wenn man sich ernsthaft mit Kampfsport oder Kampfkunst auseinandersetzt. Ja, wie gesagt, die Dauer ist weniger interessant für mich, sondern die Intensität beim Krafttraining zum Beispiel ist sehr wichtig bei mir. Also ich kann innerhalb von einer halben Stunde mehr oder intensiver trainieren wie viele, viele andere, die jetzt eineinhalb Stunden im Studio rumlungern. Und wichtig ist die Körper-Geist-Verbindung und wirklich Gas geben, intensiv, aber nicht nur. Ne? Also das Lauftraining ist ja bei mir relativ moderat,
weil ich ein schwerer Mensch bin. Ja, ich wiege zurzeit 120 Kilo bei 1,91 Meter. Und das ist natürlich ein gewisses Gewicht, was ich mit mir rumtrage. So laufe ich zurzeit nicht mehr als 5 Kilometer am Stück. Und Ziel ist es tatsächlich jetzt, ein bisschen definierter zu werden, vielleicht nochmal 8 bis 10 Kilo runterzuschmeißen und dass ich dann die Laufstrecke vielleicht erhöht, aber zumindest laufe ich dann schneller die 5 Kilometer und frage mich jetzt nicht nach einer Zeit. Es ist ja so, aber im gewissen Alter muss man sich völlig frei davon machen, anderen Leuten irgendetwas zu beweisen über den sportlichen Weg. Ja? Und ich meine, ich habe meine Zeit gehabt, wo ich sportliche Höchstleistung vielleicht gebracht habe. Zur Zeit der Kampfschwimmerei, danach auch noch einige Jahre. Irgendwann ist es so, man versucht, ein gewisses Leistungsniveau aufrechtzuerhalten. Ja? Und wenn ich heute sage, ich laufe 5 Kilometer, dann darf man das nicht damit bemessen, was ich früher getan habe. Ja? Und selbst beim Krafttraining bin ich ja auch relativ spartanisch aufgestellt. Wobei ich denke, dass ich in den Jahrzehnten davor genug Vorarbeit geleistet habe, sodass ich auch gar nicht mehr so viel Training brauche, um ein gewisses Niveau zu halten. Und ja, wie gesagt, die Gesundheit, die Leistungsfähigkeit aufrechtzuerhalten, ist wesentlich wichtiger, als sich jetzt noch mit 50 einbilden zu wollen, jetzt nochmal irgendwie in irgendeiner Spezialsportart angreifen zu wollen und da irgendwie sich mit einem 30-Jährigen messen zu wollen. Mhm. Ja, wobei das ein sportlicher Wettkampf ist und es immer noch anders aussieht in freier Wildbahn, sage ich mal so, weil da Erfahrungswerte eine Rolle spielen, die du im sportlichen Wettkampf gar nicht abrufen darfst, aufgrund von Reglementierung. Ja. Also darf man das nicht verwechseln mit genereller Kampfkraft. Ja, das ist also sportliche Sachen sind nicht übertragbar mit allgemeiner Kampfkraft oder Einsatzbereitschaft. Und das ist so das, was ich darüber denke. Also wenn ich damals ins Studio gegangen bin, dann habe ich mich tatsächlich mit 100 Kilo Bankdrücken aufgewärmt. Mhm. So, das ist heute das Endgewicht, was ich nutze, um ein paar Wiederholungen mehr zu machen. Ich darf mich nicht mehr daran messen, was ich früher getan habe. Also das ist reines Ego-Denken. Ja? Und sicherlich, damals war ganz viel, hat mitgeschwungen, sich mit Kameraden zu messen, besser zu sein in irgendeiner Form. Und das zerstört den Körper auf sicher, wenn man da nicht umdenkt. Und bei mir hat es fast 10 Jahre gedauert, dieser Umdenkungsprozess, also von 40 bis 50, wo ich irgendwann gemerkt habe, wenn ich diese Schiene hier weiterfahre, dann, also meine Bandscheiben waren ja teilweise auf dem Röntgenbild gar nicht mehr sichtbar. Und es hat sich regeneriert und so kann man großen Einfluss auf den Körper nehmen, wenn man sein Training wieder umstrukturiert, ausrichtet, auf mehr Heilung, weniger Progression, mehr Halten. Also ist mit dem Körper sehr, sehr viel zu machen mit Sport. Also es ist unglaublich. Ich könnte dir Diagnosen erzählen, was mein Körper schon alles haben sollte und er immer noch einwandfrei funktioniert. Ja? Man darf also den Ärzten und den Fachärzten auch nicht zu viel glauben. Ja? Hört auf den Körper, arbeitet mit dem Körper zusammen und vor allen Dingen reagiert, wenn der Körper Feedback sendet, wie zum Beispiel Knie oder Fußgelenke, Rücken, was auch immer, und man ignoriert es, was man ja durchaus kann. Und das habe ich ja auch gerne gemacht, drüber hinausgehen, weitermachen, Schmerz ignorieren, also noch das alte Denken gehabt von früher, dann macht man den Körper tatsächlich kaputt. Deswegen, man muss reagieren, wenn der Körper Signale sendet, und ab einem gewissen Alter ist es elementar wichtig, sonst fährt man sich in den Rollstuhl oder in den Gehwagen. Es ist ja so, als junger Mann, gerade auch als Kampfschwimmer oder später auch als leidenschaftlicher Sportler, habe ich meinen Körper benutzt wie ein Ackerflug. Wie ein Ackerflug ohne Rücksicht habe ich den Körper benutzt. Ja? Und damit natürlich auch Leistung vollbracht und die Signale, die ich damals bekommen habe, ignoriert aufgrund von Härte. Ja, also meine Ansicht war Härte, den Körper richtig fordern. Und
Mein Spruch war damals immer, wenn es irgendwo gezwickt hat, was übersteht, das schleift sich ab. Ne? Ja? Also wenn es irgendwo zwickt in der Schulter, weitermachen, noch ein paar Schalben mehr rauf, was übersteht im Gelenk, das schleift sich ab, das geht schon. Ne? Und ja, und das, also es ist ja nicht so, dass ich nicht über meine Grenzen gehen kann. Also ich habe es ja deutlichst gemacht. Und da hast du irgendwann den Fall, dass die Muskulatur im Rücken viel mehr beanspruchen hat als normal üblich, wenn du normal gehst. Ja, und das war ja bei mir der Fall. Ich bin aus dem Auto raus und ich habe voll die Rückenschmerzen bekommen. Also, ne, und dann bin ich zum Arzt und sagte, ja, ihre Bandscheiben sind auf dem Rückenblick kaum noch sichtbar. Was ist denn bei Ihnen los? Und dann habe ich angefangen, und die Muskulatur musste ja richtig arbeiten, um das zu kompensieren. Das heißt, permanente Muskelverspannung im unteren Rücken. Total eingeschränkt. Schon fast ein Handicap. Also eine richtige, ne? Ja, so ein Klotz, aber irgendwie nicht mehr einsatzklar. Nicht mehr einsatzklar durch zu viel Ego, zu viel den Körper benutzt. Und dann habe ich von heute auf morgen alle Kompressionsübungen weggelassen, habe Zugübungen gemacht, ich habe mich viel ausgehängt, ich habe die Hocke praktiziert, was auch eine positive Wirkung auf die Wirbelsäule hat, auf den Wirbelkörper. Sehr viel Torsionsübungen gemacht, um den Wirbelkörper wieder zu ernähren. Ja, durch diese Torsion und diese Drehung kommt wieder Flüssigkeit in die Wirbelkörper rein. Und ich war damals in deinem Alter, 30 Jahre alt, wo ich diese Diagnose hatte. Und der Arzt, hätte ich nach der auf dem gehört, der sagte ja, Wirbelversteifung. Ja, oder was weiß ich, was der da operiert hätte. Auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall. Ich habe sofort sportlich reagiert, habe mich selbst geheilt, habe mich an Klimmzugstangen ausgehängt, minutenlang, teilweise auch mit diesen Haken an den Füßen verkehrt rum und wirklich darauf geachtet, dass ich meine Wirbelsäule wirklich wieder ziehe. Ne? Und keine Kniebeugen, kein Überkopfdrücken, kein schweres Gewicht im Stehen. Also massiv das Training verändert. Und siehe da, es hat sich regeneriert, was nie ein Arzt glauben will, dass sich der Körper regenerieren kann diesbezüglich. Und heute bin ich völlig schmerzfrei, kann alles machen, was ich machen möchte im sportlichen Bereich, keine Einschränkung. Und damit weiß ich, dass man reagieren kann oder wenn man reagiert, dass man viel bewirken kann mit dem Körper. Anderes Beispiel, ich habe Arthrose im Fußgelenk diagnostiziert vor 20 Jahren. Da sagte der Orthopäde, da kommst du um eine Operation nicht vorbei. Also es wird demnächst operiert werden müssen. Ja, immer Schmerzen beim Gehen. Habe ich nicht akzeptiert. Immer das Gelenk gezogen, ja, auseinandergezogen, damit der Wirbel oder damit der Gelatinebereich ernährt wird, dass die Knorpel ernährt werden. Gelenkflüssigkeit reinziehen, dadurch spült sich quasi die Entzündung auch weg. Und mit der passenden Ernährung bin ich schmerzfrei, alles ist gut, bin nicht eingeschränkt. Klar, Arthrose geht nicht mehr weg in dem Sinne, aber es ist nicht schlimmer geworden und es ist schmerzfrei. Also alles gut. Man kann also mit Sport sehr viel bewirken, wenn man reagiert. Wenn man lernt, mit dem Körper zusammenzuarbeiten, dann findet man ja diesen Weg. Wie ich gesagt, man arbeitet mit dem Gelenk zusammen, mit dem Rücken zusammen. Ja, also dieses den Körper nicht einfach nur als ein Werkzeug sehen, was ich ja durchaus im ersten Jahrzehnt meines Trainings gemacht habe, sondern auch nicht einfach nur stumpf den Arzt übergeben, los, mach das jetzt heil, sondern mit dem Körper zusammenarbeiten und nur du hast ja selbst das Feedback und spürst es. Der Arzt kann nur irgendwas anschließen und messen, ja, was ja nie so genau ist als dein Gefühl, was du mit deinem Körper hast, ja, also dieses Feedback. Ne? Und so hat natürlich der Arzt auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung, weil er wunderbar Körpermechaniker ist und er kann wunderbar, ja, es gibt tolle Medikamente wahrscheinlich, ich nehme keine, aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, dass es gibt. Aber man sollte nicht die Eigenverantwortung abgeben und mit dem Körper, wie gesagt, zusammenarbeiten und dann gegebenenfalls sogar mit dem Arzt zusammenarbeiten. Ja. Ne? Impulse setzen und Impulse sammeln. Auch in Zukunft wird es Seminare und Events geben, wo wir gemeinsam anzutreffen sein werden. In der Videobeschreibung befinden sich weitere Zugänge und Links für nähere Informationen. Außerdem werden weitere Projekte auf unseren YouTube-Kanälen in absehbarer Zeit veröffentlicht.
Abonniert unsere Kanäle, um keine weiteren Beiträge zu verpassen.